Hallo da draußen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Uta Ogilvie. Ich spreche hier für Freie Frau TV. Ich stehe vor dem Land- und Amtsgericht in Duisburg und gehe gleich hinein. Dort findet nämlich eine öffentliche Verhandlung statt. Frau Lamia Kador hat Strafanzeige gestellt gegen Henrik Broder. Henrik Broder dürften die meisten kennen. Er ist Publizist, Buchautor, hat einen polnischen Migrationshintergrund und ist Jude. Trotzdem wird er immer wieder in die rechte Ecke gedrängt, so auch eben von Frau Lamia Kador. Diese Dame hatte 2016 ein Buch herausgebracht, in dem sie unter anderem konstatierte, dass nicht nur die Flüchtlinge eine Bringschuld hätten, wenn es um die Integration geht, sondern auch die einheimischen Deutschen. Das brachte ihr eine Hasswelle entgegen. Für die machte sie allerdings nicht nur die Absender der Drohmails und Nachrichten verantwortlich, sondern eben auch Publizisten wie Henrik Broder. Man kann es ein bisschen verstehen, dass er sich da wehrt, denn er hat ja nichts Böses getan. Er hat es auf jeden Fall getan, sich gewehrt und gesagt, Frau Kador hat einen an der Klatsche. Naja, Frau Kader, herzlichen Glückwunsch. Sie werden jetzt Bekanntschaft mit dem Streisand-Effekt machen. Dieser Effekt ist benannt nach Barbara Streisand, der berühmten Sängerin. Die hat 2003 dagegen geklagt, dass ein Foto ihres Hauses im Internet veröffentlicht wird. Bis zu dem Zeitpunkt hätte wohl niemand gedacht, dass die Frau dort in diesem Haus lebt. Danach wusste es jeder, das hat die Klage eben hochgespült. Und genau so wird sich Frau Kador jetzt in Zukunft relativ häufig Broders fraglichen Satz anhören müssen. Wie dem auch sei, ich gehe jetzt gleich ins Gerichtsgebäude und höre mir an, was die Verhandlung bringt. Ich lasse von mir hören. Ehrlich, ich habe schon einige Verfahren gehabt. Teilweise waren es sehr witzige, aber sowas Kurzes habe ich noch nie erlebt. Das ist sowas wie die Mini-Playback-Show im ZDF. Was sagen Sie grundsätzlich zu den Vorwürfen? Wissen Sie, solange ich nicht beschuldigt werde, mit Drogen gehandelt zu haben, ist alles in Ordnung. Zu den Vorwürfen sage ich nichts, weil es wird wahrscheinlich noch eine Verhandlung geben und das muss ich dann aufheben. Aber ich finde es schon sehr seltsam, dass die Staatsanwaltschaft in ihrer unendlichen Güte und Generosität an einem Tag 107 Verfahren annimmt, 107 Anzeigen, die Frau Kador alle an einem Tag gestellt hat. Ich finde, das begründet den Tatverdacht einer gewissen paranoiden Lebenshaltung. Das hätte vielleicht der Gegenstand der Verhandlung sein können. 107 Verfahren an einem Tag, ich bin einer davon. Und ich bin leider nicht imstande, alle 107 Verfahren zu verfolgen. Ich muss ja zwischendurch noch arbeiten. Wer hat es Ihnen gefallen? Ich kam zu spät. Bisschen kurz, nicht? Ja, ich bin dafür nicht verantwortlich, aber ich finde, dass die Richterin sich auf eine sehr vernünftige Weise aus dem Pretoria gezogen hat. Das ist ungefähr so, wie die Bundesregierung mit ihrem Klimaziel. Wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, versuchen wir es in 10 Jahren wieder. Und mal schauen, wie lange die nächste Verhandlung wann die angesetzt wird. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass ich zur nächsten Verhandlung kommen werde, weil in Island, wo ich gerade lebe, fängt demnächst die Lachssaison ein. Und da will ich dabei sein. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Herr Broder, was ich wissen wollte, wie geht es jetzt für Sie weiter? Das Urteil ist ja noch nicht gesprochen, richtig? Auch das Urteil wird, glaube ich, noch eine ganze Weile nicht gesprochen werden. Aber das ist mir eigentlich egal. Es war ein guter Anfang, finde ich. Ein sehr guter Anfang. Kurz, knapp und unergiebig. Das ist ganz prima. Eigentlich wie Bundestagssitzung, nur im Kleinen. Was mich noch interessieren würde, haben Sie sich gewundert oder waren Sie auch ein Stück weit erschrocken, als die Anklage kam? Nein. Ich habe eine Reihe solcher Verfahren schon hinter mir gehabt. Das Einzige, was mich schwer gewundert hat, in der Tat, ich wollte mal Jura studieren, vor allem Strafrecht, weil ich das so dramatisch fand, wissen Sie, da ich in meiner Familie überhaupt nicht zu Wort komme, dachte ich, als Strafverteidiger könnte ich mich stundenlang entfalten. Dann habe ich ein bisschen so Jura, Strafrecht gemacht, was ich sehr spannend fand. Deswegen fand ich sehr seltsam, dass die Staatsanwaltschaft diese Mickey-Maus-Anklage überhaupt zugelassen hat.
so ein Ding gehört, wäre überhaupt, wenn überhaupt, auf den Weg der Privatklage verwiesen. Zu dem kommt, als Frau Kador mich angezeigt hat, hat sie 106 weitere Strafanzeigen erstattet. Die hat auf einen Rutsch, ja, es steht in der Akte, die hat auf einen Rutsch 107 Verfahren angeleiert. Das heißt, ich nehme an, die Duisburger Staatsanwaltschaft kommt nicht dazu, Raubmord, Totschlag, Körperverletzung, Einbruch, schwerer Einbruch, staatsgefährdende Vergehen und was war auch immer zu verfolgen, weil sie für die nächste Zeit mit den 107 Verfahren beschäftigt ist, die Frau Kador angeleiert hat. Sie müssen sich ja auch einiges gefallen lassen. Und ich persönlich habe mich wirklich gewundert, warum man diese Frau losgeht auf Sie. Ich sehe den Grund nicht. Eigentlich sollte sie ja die anklagen, die diese Hassmails verfasst haben und nicht Sie. Was denken Sie, kommt sie überhaupt darauf? Ich weiß es nicht. Ich vermute, Frau Kador ist auf ihre sehr spezielle Weise vergnügungssüchtig. Ich kriege ab und zu auch Hassmails, sehr selten übrigens, extrem selten. Ich wundere mich. Ich bin beinahe enttäuscht, weil ich diskriminiert werde. Ich kriege kaum Hassmails. Eine bis zwei pro Monat und davon immer eine von irgendeiner kranken Person in Wien, die mir immer schreibt, ich soll nach Israel zurückgehen. Und in der nächsten Mail schreibt sie, nee, nicht nach Israel, ich soll lieber nach Polen zurückgehen. Also sie kann sich nicht entscheiden, wem ich auf die Nerven fallen soll. Aber davon abgesehen kriege ich so gut wie keine Hassmails. Und wenn ich welche bekäme, würde ich alles Mögliche tun, nur sie nicht online stellen. Damit sich der Absender nicht stundenlang vor Begeisterung einen runterholt, dass er mir eine Hassmail geschrieben hat. Und Frau Kador stellt diesen Dreck auch noch online. Was, wie wir inzwischen wissen, andere Leute animiert, sich genauso zu verhalten. Sie hat jetzt zu der Verhandlung eine Mail online gestellt, die in der Tat ekelhaft ist, da beschimpft sie eine, ich will es nicht wiederholen, also völlig indiskutabel. Und das stellt sie online und schreibt dazu, das ist ein Fan von Rechtsanwalt Steinhöfen und von Broder. Woher weiß sie das? Wenn das nicht paranoide Schübe sind, dann weiß ich nicht, wie man Paranoia definieren kann. Obacht, Obacht, nicht, dass dann gleich die nächste Klage kommt. Nun gut, also die... Ich bin in Rentnerfreizeit, ich kann das abhaben. Ja. Was mich ja persönlich gefreut hat, das habe ich eben auch schon in meinem Video gesagt, ist, Herr Brode, Frau Kador wird ja nichts mit dem Streisand-Effekt zu tun haben. Kennen Sie den? Das, was Sie unter dem Teppich halten wollen, bringen Sie durch Ihre eigene Fahrlässigkeit erst auf die richtige Fallhöhe. Ja. Herr Bruder, ich hoffe, das freut Sie ein bisschen. Ich möchte nicht weiter... Es ist mir egal. Also es gibt so viele Sachen, die mich freuen oder mich ärgern. Frau Kador gehört nicht dazu. Herr Bruder, ich will nicht weiter Ihre Zeit stehlen. Hier stehen mich ganz viele Leute herum, die bestimmt auch noch das Wort an Sie richten wollen. Wenn Sie mir noch etwas mitteilen wollen, dann nur zu. Aber ansonsten würde ich es gerne auch entlassen wollen. Ja, ich bin für den Sieg der Revolution in Albanien. Da sind wir alle für, oder? Genau. Na gut. Danke Ihnen. Und alles Gute. Vielen Dank.